schlimm, schlimmer Tod. Ganz, ganz. Mal ernsthaft, wenn ihr das gesehen hättet, ist das nicht einfach unfassbar? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crank, die ganze Wahrheit. Und heute von meiner Lieblingslesecouch in meinem Kino habe ich ein Buch für euch, das heißt Dumm gelaufen, 600 Missgeschicke mit Todesfolge. Großartig. Ich habe Tränen gelacht, auch wenn es um das Thema Tod geht und das Ganze halt eben ja auch wirklich unter unglücklichen Umständen passiert. Aber es ist wirklich, es ist so süffisant geschrieben und es ist so ein... okay, ich lese euch einfach mal eins vor. Es ist fantastisch. Die Clownsnummer von Jojo und Mr. Olli war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine beliebte Zirkusattraktion. Ein großer fieser Typ, Jojo, terrorisiert einen kleinen, hilflosen Typ, Mr. Olli. Im wahren Leben waren Jojo und Mr. Olli gute Freunde und sie waren außerdem unersättliche Saufkumpane. Eines Abends, noch ein paar Gläschen zu viel vor der Vorstellung, vergaß Jojo seine Holzperücke aufzusetzen. Auf dem Höhepunkt der Nummer, wenn Mr. Olli seine Nemesis besiegt, indem er ihnen eine Axt auf den Kopf haut, fiel Jojo tatsächlich tot ins Sägemehl. Sofort stürmten Zirkusclowns aus allen Ecken des Zelts in die Manege, um Jojo auf einer Bahre herauszutragen, bevor irgendjemanden aus dem Publikum das Unglück auffiel. Unglücklicherweise handelte es sich bei der Bahre versehentlich um ein Requisit. Als sie die Stangen fassten und losrannten, blieb Jojo auf dem Boden liegen, immer noch mit blutriefendem Kopf, immer noch tot. Der verzweifelte Mr. Olli rannte um die Manege des großen Zelts weinend und schreiend und stolperte über seine eigenen übergroßen Schuhe. Beim Sturz zog er sich allerdings nur kleinere Verletzungen zu. Der geheime Code, auf dem hin die Platzanweiser in Notfällen das Zelt räumen ließen, bestand darin, dass sie die Kapelle aufforderten, Stars and Stripes Forever zu spielen. Sie stimmten aber stattdessen Strikes Up the Band an. Alle erhoben sich von den Plätzen, brachen in frenetischen Jubel aus, während Jojo immer noch bluttriefend und tot am Boden lag. Es war der mit Abstand größte Augenblick in der Geschichte der Clownslaufbahn von Jojo und Mr. Olli. Das ist doch großartig. Ich meine, es ist ein bisschen, ja, schlimm, schlimmer Tod. Ganz, ganz, mal ernsthaft, wenn ihr das gesehen hättet, ist das nicht einfach unfassbar? Und das Buch ist voll mit 599 weiteren von solchen Geschichten. Das ist unfassbar. Lest euch mal durch. Dumm gelaufen heißt es halt eben. Ist ein bisschen älter, es gibt es aber auf jeden Fall immer noch zu kaufen. Das war Crank für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß gehabt habt, macht mal einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Ja? Ich bringe immer wieder neue, frische Sachen für euch. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Crank.